Also dann gute Fahrt. Jawohl. Bis dann, mach's gut. Hallo, liebe Freunde des Kanals, solche, die es werden wollen, liebe Pedelec-Freunde und Fahrradwohnwagen-Freunde. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Wie ihr bestimmt gerade gesehen habt, wenn alles geklappt hat, ich habe den Film noch nicht gesehen, hat Manni die Verabschiedung gefilmt. Er hat mich bis nach Rottweil gebracht, da sind echt üble Steigungen. Und das waren gute 50, fast 60 Kilometer. Und jetzt bin ich von Rottweil nach Oberndorf gefahren und es waren so gute 16 Kilometer mit Umwegen. Und jetzt bin ich hier auf dem Zeltplatz am Neckar. Da steht das Gespann, voll gepackt. Dieter ist wie immer überladen. Aber ich muss auch einiges ändern, als ich es eigentlich vorhatte. Die große Tasche hat natürlich nicht mehr in den Anhänger gepasst. Da ist die kleine jetzt drin. Und da vorne, wo der Clickfix-Halter ist, da ist noch meine grüne VD-Tasche dran. Da kann man auch Karten dann festmachen. Und jetzt werde ich mal das Zelt aufbauen. Und zwar dort. Hier ist noch eine schöne Bank mit Tisch. Vielleicht werde ich gleich auch noch eine Bratwurst essen. Dieter ist mal wieder völlig aus der Puste. Das Zelt steht erstmal. Auch ohne Hering. Da oben ist diese Mimik. Da habe ich mir gerade erstmal brauchbarst den Finger geklemmt. Aber so ist das nun mal. Das ist mein komfortables Feldbett. Jetzt weiß auch jeder, warum der Anhänger so schwer ist. Ich zeige das dann nachher nochmal, wenn es fertig ist. Oh, jetzt bin ich schon wieder aus der Puste. Naja. Oh, das Bettchen ist jetzt fertig. Den Tisch habe ich auch schon mal einfach erstmal reingestellt. Aber nur falls es nachher regnet, dass ich dann drin sitzen kann. Und den Anhänger schiebe ich nachher auch. Dann nehme ich den Tisch erst wieder raus und schiebe den Anhänger rein. Dann steht er da auch trocken und sicher. So, ich werde jetzt erstmal hier zu dieser genialen Campinggaststätte gehen und eine Bratwurst mit Pommes essen. Dazu einen Apfelsaft. Ich werde sowieso sporadisch jetzt einfach ein bisschen berichten und dann mal schauen, wenn ich WLAN habe, das schneiden und hochladen. Tjo, in diesem Sinne melde ich mich vielleicht gleich nochmal, nachher, wenn es dunkel ist. Und so erstmal bis später. Guten Morgen, liebe Leute. Es hat heute Nacht geregnet wie die Hölle. Draußen ist alles nass. Hier ist eigentlich bis auf ein bisschen Schwitzwasser alles trocken geblieben. Ich werde mich jetzt mal ans Einpacken machen. Ein kleiner Blick nach draußen. Alles nass. Gut. Wenn ich alles zusammengepackt habe, dann melde ich mich vielleicht nochmal, sonst erst, wenn ich irgendwo einen Kaffee und ein Brötchen gekriegt habe. Oh, nachdem es zu regnen aufgehört hat, habe ich schon mal das Lager abgebrochen. Wir haben es jetzt kurz vor 10. Jetzt muss ich noch eben aufpacken und dann auf zum Kaffee trinken. Oh, ich bin jetzt hier im Neckartal. Hier ist ein kleiner Rastplatz. Es ist echt wunderschön hier, trotzdem ekelig im Wetter. Ich meine, es ist zwar trocken, aber kühl. Da steht das Dockhub und das Gespann. Dort habe ich schon eine Cola verloren. Die hatte ich einfach nur im Korb vorne liegen. Und hier gibt es Gelbbäuchler, steht auf dem Schild. Was auch immer das sein mag. Anscheinend irgendwelche Frösche. Jo, dann werde ich jetzt mal gleich weiterfahren. Es sind noch 4 Kilometer bis Sulz.
Bin jetzt in Horb angekommen. Das ist auch direkt am Neckar. Sind jetzt gut 30 Kilometer gefahren. 35 aus Oberndorf. Und in Sulz ist mir einmal so ein Bordstein der Hänger umgekippt. Da wollte ich zum Edeka. Aber ist nichts passiert. Die Hülle von der Liege ist ein bisschen kaputt gegangen. Naja, kann man nichts machen. Shit happens. Da hinten wird es ziemlich düster. Bis jetzt war es Gott sei Dank trocken. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Entweder fahre ich weiter bis nach Rottenburg oder bin gleich ganz bis nach Tübingen. Oh, ich bin jetzt 5 Kilometer vor Tübingen und habe ein Riesenschwein gehabt. Ich sitze jetzt gerade auf der Bank, weil mir tut doch der Popo ein wenig weh. Rund um mich herum ist es dunkel. Und ich musste mich einmal kurz in Eutingen im Gäu 5 Minuten unter eine Bushaltestelle setzen. Das war so ein richtiges geiles Haus schon fast. Da passte das Ganze gespannt runter. Bis jetzt, toi toi toi, Klopf auf Holz, fährt das alles gut. Der WBS HD und der Hinterradmotor, die ergänzen sich perfekt. Ich bin jetzt mit dem 30 Amperestunden Akku, das war 76, irgendwas Kilometer gefahren und da sind noch 46,3 Volt drin. Also in ungefähr ein Drittel zeigt der Strombalken noch an und den einen Akku, 12 Amperestunden Akku vom Dock Group habe ich leer gefahren oder fast leer bis auf einen Balken und den dann getauscht. Da ist jetzt der 12,8 drin, der Original, der dabei war. Jo. Jetzt sind es wie gesagt noch knappe 5 Kilometer bis zum Campingplatz. Und dann werde ich mal gucken, was da so geht. Ich hoffe, dass da WLAN ist. Dann würde ich nämlich heute Abend noch ein neues Video hochladen. Also, bis dann gleich mal. Hallo, ich bin jetzt in Tübingen. Heute ist Samstag. Gestern bin ich 66 Kilometer bis Tübingen gefahren. Und, ne, 68 sogar. Und jetzt sitze ich hier in einem netten kleinen Café und trinke einen Kaffee. Und dann fahre ich gleich mal einkaufen. Jo. Bis jetzt ist eigentlich alles ganz gut gelaufen, bis auf dass mir gestern Abend meine Liege zusammengebrochen ist. Mein schönes Feldbett. Ich habe mich da so drauf gesetzt und ist eine Seitenkante komplett zusammengeknickt. Eigentlich bis 150 Kilo zugelassen und die wiege ich bei weitem nicht. Ist aber schon aus der Garantie raus. Naja, egal. Und dann hat sich heute Nacht auch gleich die neue Isomatte verabschiedet. Und deswegen bin ich jetzt hier zu einem wunderbaren Laden gefahren. Den Namen muss ich nachher nochmal gucken. Auf jeden Fall ist ja so ein Outdoor-Laden. Und habe mir da sowas geholt, was nicht kaputt gehen kann. Die selbst auf blasbaren Scheißdinger, wenn die nicht gerade, was weiß ich, 200 Euro kosten, kann man die alle in die Tonne schmeißen. Gut, dann melde ich mich gleich noch vom Campingplatz und dann war es das auch mit diesem Video. Jo, ich bin jetzt hier in meinem Zelt, da sieht man das Fenster, was man so aufmachen kann, da ist halt noch Mücken. Radreisende. Hier sieht das im Augenblick ziemlich krempelig aus. Da ist meine neue Isomatte. Und ja, ich werde jetzt dieses Video hier beenden und dann mal schneiden. Und ich hoffe, dass ich morgen Abend WLAN habe, dass ich es dann hochladen kann. In diesem Sinne, das Washhaus meldet sich ab.